Hallo, wir machen heute mal ein kurzes Video mit dem Thema wir suchen den Preis oder vielmehr was würdet ihr eigentlich bezahlen für? Und das ist ein reines Gedankenspiel und wir gehen jetzt mal von einer Gitarre aus und das ist die Fender Ultra. Na gut, es gibt schon die Ultra 2, aber Fender Ultra hat bis vorgestern noch 2.550 € gekostet. Da war ein Koffer dabei, den ziehen wir ab, also 2.400 € nur für die Gitarre. Jetzt machen wir ein reines Gedankenspiel und stellen uns vor, dass es zur gleichen Zeit 5 identische Gitarren auf dem Markt gibt. Und zwar fangen wir an mit der US Fender Ultra für 2.400 €. Und ich finde, so ein Fender Price Range ist der Preis okay. Das ist Fender USA, das ist okay. Also der Preis ist fix, weil das ist einfach der Preis, der gefragt wird. Und jetzt stellt euch mal vor, dieselbe Gitarre, selbe Qualität, selbe Teile. Also ist es dieselbe Gitarre, aber hergestellt in Mexiko. Was wird die kosten? Was könnte die kosten? Oder was würdest du dafür bezahlen? Ich sag dann hinterher, was ich mir ausgedacht habe. Ihr könnt das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt auch anderer Meinung sein. Aber wir reden über dieselbe Gitarre und nicht, dass in Mexiko eine schlechtere Qualität oder so ist. Es ist dieselbe. Das ist die Gitarre Nummer 2 aus Mexiko. Und dann stellt euch vor, da gäbe es auf dem Markt noch eine dritte. Und zwar in China gefertigt. So wie die Fender Modern Player Serie. Es wäre aber exakt dieselbe Gitarre, dieselbe Qualität an Holz. Alles ist dasselbe. Und okay, was würdet ihr für eine aus China bezahlen? Und die vierte Gitarre wäre vom selben Werk in China. Nur jetzt sind dann halt auf der Locking Tuner nicht mehr das F drauf. Und es steht auf den Pickups nicht mehr Fender Noiseless, sondern Fender Designed. Und das ist eine Squire. Aber es ist dieselbe Gitarre. Wie viel würdet ihr dafür ausgeben? Oder was könnte die kosten? Dieselbe Qualität. Und die letzte Gitarre ist dann mit einer minimalen Änderung an der Kopfplatte, da sind die Winkel ein bisschen anders, dass die Kopfplatte anders aussieht. Nirgendwo mehr steht Fender drauf, sondern es ist eine Rockteil, eine Harley Benton oder was auch immer. Was würde die kosten? Oder was würdet ihr dafür bezahlen? Wie gesagt, das ist ein reines Gedankenspiel. Nur mal um zu überlegen, wie viel ist man bereit selber für Namen zu bezahlen und fürs Image. Und auch ich mache mich davon nicht frei. Also ich würde zum Beispiel sagen, den Fender 2.4, ich würde mir keine Gitarre für 2.400 kaufen, aber die ist das wert. Würde dieselbe Gitarre aus Mexiko kommen, wäre ich maximal bereit, 1.700 auszugeben. Also wenn die Gitarre 2.2 kosten würde, würde ich auch 200 € sparen, aber dann würde ich doch die amerikanische nehmen. Und für eine Gitarre aus China, auch wenn der Fender drauf steht, würde ich niemals mehr als 1.000 € ausgeben. Egal wie gut die ist, das würde ich nicht machen. Wenn da jetzt Squire draufstehen würde, gut, wie bei Gibson, die die Epiphone-Serie hat, auch die haben sehr hochpreisige und sehr gute Epiphone. Und heute ist so bei den Squiren bis auf Sondermodelle eigentlich bei 430 € Schluss. Aber für den Squire in der Qualität würde ich sagen 650, 690 € fände ich. Würde ich sagen, ist okay dafür. Gut, wenn es dann halt eine Rockteil oder Harley Benton ist, dann weniger. Ich meine, das ist dann halt gar nichts mehr mit Fender zu tun. Das geht dann einfach runter. So würde ich das machen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ist dieselbe Gitarre, ich halt für alle 2.400, weil die immer gut ist, ist das auch okay. Also eure Meinung würde mich da mal interessieren. Tja, und das war's. Schreibt es in die Kommentare. Bis dann, macht's gut.